Wiel oder der Protest, der die Grenze überschritt. Nördlich der Europastadt Breisach, etwa 15 Flusskilometer rheinabwärts, liegt mit ein bisschen Abstand zum Rhein die 4000 Einwohnergemeinde Wiel in der flachen Rheinebene. Hier wurde Anfang der 1970er Jahre ein Atomkraftwerk geplant, damals Teil einer umfangreichen Industrialisierungsvision der baden-württembergischen Landesregierung. Zeitgleich mit diesen Plänen aber erwachte auf beiden Seiten des Rheins das Misstrauen gegen die Atomenergie, regte sich Protest auch gegen Chemieunternehmen und andere Bedrohungen der Umwelt. Bereits 1972 hatten Atomkraftgegner gegen das geplante elsässische KKW Fessenheim protestiert. Und in Markolsheim, ebenfalls auf der französischen Seite, lieferte ein geplantes Bleichemiewerk Anlass zum Protest. 21 badische und elsässische Bürgerinitiativen schlossen sich 1974 zusammen. Es gab ganz neue und direkte Formen des Protests. Platzbesetzungen zum Beispiel. Menschen, die einfach dort blieben nach der Demo über Nacht, Tage, Wochen, Monate lang. Axel Mayer, langjähriger Geschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Freiburg, war damals schon dabei. Es war immer trinational. Also als wir in Frankreich waren, waren es mehr Franzosen, unterstützt von vielen Deutschen und einigen Schweizern. Und als wir dann in Wiel die Bauplatzbesetzung gemacht haben, da kamen natürlich auch relativ viele Elsässer dazu und es kamen natürlich auch relativ viele Menschen aus der Schweiz dazu. Aber es war immer trinational. Und wenn wir jetzt daran erinnern, es gab später ja noch eine Bauplatzbesetzung in Frankreich. Die wenigsten Menschen wissen, dass auch in Frankreich Atomkraftwerke durch Bauplatzbesetzungen verhindert wurden. In Gerstheim in der Nähe von Straßburg wird ein Atomkraftwerk verhindert. Und in Kaiseraugst in der konservativen Schweiz gab es auch eine Bauplatzbesetzung. Und immer trinational, also immer grenzüberschreitend zusammen. Und der alemannische Dialekt hat eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wiel war und ist bis heute ein Markstein, ein Symbol für die Umweltbewegung. Erstmals haben sich Bauern oder Winzer einer Region zusammengetan mit den Intellektuellen, also vielen Studierenden zum Beispiel aus dem nahen Freiburg. Und sie haben hartnäckig festgehalten an ihrem Nein, haben mit ihrer Bauplatzbesetzung und ihren juristischen Schritten ganz schlicht erreicht, dass das Atomkraftwerk Wiel eben nicht gebaut wurde. Und damit haben sie ganz entscheidende Denkanstöße gegeben. Es gab ein ganz großes Transparent, das bei fast allen Demos dabei war, getragen von Fischern vom Kaiserstuhl. Heute Fische, morgen wir. Es ging ja auch um die Einleitung von Kühlwasser in den Rhein. Und im Prinzip wurden dort die Umweltthemen andiskutiert. Es wurde andiskutiert die Luftverschmutzung, es wurde andiskutiert die Rheinverschmutzung. Und es gab ja hinterher die Sandoz-Katastrophe. Und ganz viele Wiel-Aktivisten sind dann hinterher zu dieser Menschenkette gegangen und haben sich für die Reinhaltung des Wassers eingesetzt. Heute erinnert ein Gedenkstein direkt am Rhein, am Rande des Auwalds, an die Proteste von damals. Und die Tage oder realistischerweise Jahre der Atomenergie scheinen gezählt, auf beiden Seiten des Rheins. Erinnerungen und Ausblicke. Ja, also im Prinzip ging es an der Stelle erstmal um das Atomkraftwerk, aber man hat ja auch gelernt in der Volkshochschule Wielerwald, dass es nicht nur reicht, gegen Atomkraftwerke zu sein. Man hat gesehen, man muss für die alternativen Energien sein. Wir haben die erste Solarenergieausstellung organisiert. Das war damals die größte Alternativenergieausstellung der Welt. Und wir haben gesehen, es genügt nicht, nur atomkraftkritisch zu sein. Der Fluss ist verschmutzt. Wir müssen dafür kämpfen, dass Basel eine Kläranlage kriegt, dass die großen Einleiter Kläranlagen bekommen. Und dann hat dieser Kampf angefangen. Wir haben dann begonnen, der Stadt Basel und den industriellen Einleitern Kläranlagen aufzuprügeln. Und der Erfolg ist heute da. Der Fluss ist sauberer geworden. Also der Vergleich damals heute, da sieht man einfach ungeheure Erfolge. Und der Erfolg zeigt sich auch darin, dass der Lachs wieder aufsteigt.